Willkommen zurück zu Tingles Balloon Trip of Love. Wir lieben unsere Zugteile, deswegen jagen wir sie alle. Wir haben bereits 4 eingesammelt und da oben ist Nummer 5. Seit dem letzten Mal hatte ich eine unglaublich intelligente Idee, was wir vielleicht machen könnten, um dieses Ding da runterzuholen. Erstmal gucken wir nochmal auf unsere Liste, denn wir haben schon Chief, Lucky, Burly und Indigo. Ich mache den Namen Burly irgendwie. Ja, wir sollten vielleicht mal unsere Karte updaten, denn hier sind immer noch unsere allerersten Notizen drauf. Es könnte interessant werden, nachher so eine Übersicht zu haben, wenn uns nachher noch welche fehlen, wo wir schon Teile gefunden haben. Also einmal hatten wir das Teil hier hinten, dann das Teil, das oben auf dem Zug drauf war. Dann war eine vor der Zugstation in dem Ausguss. Eins ist offensichtlich oben und balanciert. Ja, okay. Dann versuchen wir doch einfach mal auf diese offensichtliche Zielscheibe mit einer Schleuder drauf zu ballern. Läuft. Das arme Teil. Wahrscheinlich haben wir es kaputt gemacht. Hey! Würdest du bitte nicht Leute stören, während sie ihre Performance üben? Ich hab's endlich geschafft, auf diesem Ding zu balancieren. Das bricht meine Konzentration. Au. Ich schätze, das heißt zurück an die Arbeit im Zug. Oh. Wunderbar, wir haben Nummer 5 erhalten. Und wer ist es? Das ist Pinko gewesen. Ah ja, jetzt haben wir Pinko und Indigo dazu unten auf der Liste. Ja, vor allen Dingen hat dieses Ding dieses Rad da gelassen. Ein rundes Griffdingens ist da jetzt nämlich liegen geblieben. Willst du es haben? Ja, total. Got new item. Wir haben den runden Griff erhalten. Wunderbar. Dann können wir das Ding vorne im Zug einsetzen bei nächster Gelegenheit. Aber erstmal gucken wir uns jetzt weiter in der Umgebung um, wo wir hier noch Teile finden, die offensichtlich rumstehen. Wie das Ding hier zum Beispiel, das sehr offensichtlich rumsteht. Verflucht! Das sieht aus, als wäre ich gefunden worden. Mich zu fangen ist ein wenig frech von dir. Siehst... Ich bin ein Wanderer. Wo immer mein Wille mich hinträgt, gehe ich. Ich werde dich nun verlassen. Immer auf der Suche nach den roten Flügeln der Freiheit. Folge mir nicht. Hast du das verstanden? Nein, ich fange dich jetzt. Du bist komplett unsympathisch. Ich bitte dich, Zugführer. Immer auf der Suche nach den roten Schwingen der Freiheit. Folge mir nicht. Verstehst du das? Ja, okay, das soll ein Hinweis sein. Auf Wiedersehen! Die roten Schwingen der Freiheit sollen uns also sagen, wo jetzt es hingeht, schätze ich. Ja, okay. Wir drücken wieder ein paar Käfer. Kein Zugteil hier drunter. Gut, hätte mich auch gewundert zugegebenermaßen. Hat sich vielleicht ein Zugteil bei der Eichhörnchendame im Baum versteckt. Wäre noch recht naheliegend. Sieht nicht so aus. Okay, dann nicht. Augen, die glitzern! In der Dunkelheit! Ja, ne? Nix, was Tingle auffällig auffällt. Gehen wir mal davon aus, dass da kein Teil ist. Dann gehen wir nochmal zu dem Aussichtsturm rüber. Denn hier vorne gibt es rote Schwingen in der Freiheit. Aber scheinbar kein Teil. Zumindest sehe ich hier nichts. Okay. Auch nichts, was sich in den Büschen versteckt hat, wie es aussieht. Dann klettern wir mal hier hoch. Hier ein Dach. Chirp! Das war einfach. Wir müssen noch nicht mal was machen. Da ist er. Was zum... Du bist wirklich frech, nicht wahr? Ich mit der metallenen Haut. Sehne mich nach der weichen Haut einer Person. Okay. Wo wird der Wind mich dieses Mal hintragen? Vielleicht in die weichen Arme dieses Mädchens? Verstehst du, was ich sage? Ja, es ist recht offensichtlich, wo du hin willst. Zugführer, folge mir nicht, okay? Ich bin ziemlich sicher, das Ding ist kaputt, nachdem es da runtergesprungen ist. Aber okay, gucken wir mal, ob jemand in den Bäumen drin ist. Nope. Nope. Okay, schauen wir nichts mehr hier. Dann gehen wir erstmal wieder runter. Und ich schätze, dann gehen wir wieder dahin zurück, wo wir gerade erst hergekommen sind. Weil das doch ein relativ auffälliger Hinweis war, wo er sich gerade verstecken wollte. Finde ich zumindest, da haben wir nämlich gerade schon mal nachgeguckt. Wo ist denn unsere liebe Eichhörnchenfreundin? Diesmal haben wir tatsächlich ein Anliegen. Diesmal müssen wir wirklich mit ihr reden. Hi. Oh,
Ich habe dieses Gesicht schon mal gesehen. Deine Pläne interessieren mich nicht. Gibt es nicht einen Ort, wo du mich alleine lassen wirst? Vielleicht in diesem dunklen, engen, bedrängten Ort. Zugführer, bleib zurück. Lass mich alleine, okay? Ja, okay, ein dunkler, enger und bedrängter Ort, ja. Zugführer, folge mir nicht, okay? Es können ja im Grunde nur zwei Orte sein. Alter Eichhörnchen, unglaublich. Ja, das können ja im Grunde nur zwei Orte sein und beide sind eigentlich bei dem Zug drin. Ja, dann gehen wir mal zum Zug rein und schauen mal nach. Wobei, er könnte auch im Ausguss stecken, aber da haben wir schon ein anderes Teil rausgeholt. Also denke ich mal nicht, dass er im Ausguss sein wird. Meine erste Vermutung wäre, dass er jetzt hier vorne in dem Zug drin ist. Wir haben ja auch den Griff jetzt dafür. Du hast den runden Griff benutzt und du hast ihn vorne an der Klappe festgemacht. Ja, dann sollten wir das doch jetzt öffnen können, oder? Mach mal auf. Dinge, das hast du doch nicht umsonst da dran gemacht. Ah, sehr schön. Die Klappe hat sich geöffnet. Vielleicht guckst du jetzt noch rein. Klappe ist offen. Tino, du sollst da reingucken. Okay, ist wahrscheinlich zu dunkel. Also Signallicht. Signallampe. Du benutzt die Signalleuchte. Ist nicht dunkel? Hä? Okay. Dann analysier das mal, Buriki. Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen. Kleine Öffnung erkannt hinter der Klappe. Ah, Moment, kleine Öffnung. Kakashi. Kakashi, bist du vielleicht klein genug, um da reinzukommen? Wobei ich glaube, dass Tingle da auch locker reinpassen sollte. Nichts da drin. Ja. No. Ah. Ich wurde gefunden. Ha. Übrigens, hast du schon einen Teil namens Let's gefunden? Nein. Ich verstehe. Du hast nichts erst gefunden. Schade. Nun, hier ist der Deal. Der Typ ist... versteckt sich immer noch irgendwo. Ich bleibe hier, bis du ihn gefunden hast. Wie ernsthaft, wir können ihn nicht dazu zwingen, mitzukommen, bevor wir nicht dieses andere Teil namens Let's gefunden haben? Okay. Ja, dann wäre meine zweite Vermutung, wo unser lieber Wanderer sich versteckt haben wird, hier drin, wo bis jetzt noch nichts drin war. Na bitte, da ist er ja. Sehr aufdringlich. Du bist äußerst nervig. Der vorherige Zugführer war ein wenig freundlicher. Diese Zugstation hatte mal mehr Geist. Ich habe meine Erinnerungen verloren. Oh, ich bin in meinen Erinnerungen verloren gegangen. Ich werde einen Ort besuchen, an den ich mich erinnere. Folge mir nicht, Zugführer! Ein Ort, an den er sich erinnert, okay? Zugführer! Folge mir nicht, okay? Ja, wir werden dir folgen wie immer. Wir wissen nur noch nicht genau, wo. Ein Ort, an den er sich erinnert. Also schätze ich mal den Mitarbeiterraum hinten. Vielleicht hat er sich daran erinnert, als hier mal ein Gebäude stand oder so. Gucken wir mal hier hinten auf die Müllhalde. Wirklich. Also erstmal sind die Büchsen da oben auffällig, aber das Telefon klingelt. Hallo? Ring, ring hier. Wer ist da? Okay. Ich hab kein Menü. Hallo? Ist da jemand? Wir haben kein Menü, mit dem wir irgendwas machen können. Ich kann ja auch nicht rausklicken oder so. Was willst du? Sag was. Ach, sag was, war im Mikro. Hallo, ring, ring, gut. Ja, war klar. Nintendo, der ist Mikrofonfunktion. Hi, ich bin Ring Ring. Was willst du? Dass du im Zug arbeitest. Oh, ich verstehe. Ich soll wieder in die Arbeit gehen. Ich gehe schon mal vor. Bis später. Wunderschön. Und damit haben wir Teil Nummer 6. Es ist Ring Ring. Wow. Ja, wie gesagt, da oben sind so komische blinkende Büchsen, die sind total unauffällig. Also holen wir mal wieder unsere Schleuder raus. Beim letzten Mal standen da noch eine Büchse und ein Glas oder sowas. Dieses Mal sind es 5 Büchsen. Okay, da haben wir was Wichtiges getroffen, wie es aussieht. Total unauffällig.
Donk. Läuft. Ich finde es immer gut, dass man die Sachen nicht anklicken kann, weil da Zwischensequenzen laufen. Verfolgt es! Kann das Ding jetzt mal jemand aufhalten? Okay, hat sich selber aufgehalten. Auch gut. Hi. Ah. Eine Öffnung. Ach, wirklich. Oh, da ist jemand drin. Wirklich. Du hast mich gefunden. Übrigens, hast du schon einen Teil namens Go gefunden? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die heißen. Die sagen uns ja ihren Namen erst, wenn wir sie rekrutiert haben. Also nein. Ah. Lüg mich nicht an. Du hast ihn gefunden, oder? Also das Go, das Teil, das Letz gesucht hat. In dem Fall gehe ich schon mal vor. Würdest du dir was ausmachen, das Go zu sagen? Er wartet in demselben Ort, wo er vorher war. Nun, see ya. Okay. Also gehen wir jetzt... Go Bescheid sagen, dass wir Letz gefunden haben, weil Letz will Go sehen. Wow, die Namen hängen ja überhaupt nicht zusammen. Hi. Wir haben da deinen komischen Kollegen aufgetrieben. Hast du einen Part namens Go gefunden? Ja, ich verstehe. Du hast ihn also auch gefunden. Er ist vermutlich schon vorgegangen. See ya! Hey! Wir haben euch jetzt beide gefunden. Geht gefälligst in den verdammten Zug. Okay, wo sind die beiden jetzt schon wieder hin? Ja. Wir haben die Müllhalde noch nicht komplett zu Ende durchsucht. Ist das andere Teil noch da? Schauen wir mal eben in die Büchse. Eine leere Büchse. Nichts Ungewöhnliches drüber. Sie ist leer. Natürlich. Ja, wir haben die Müllhalde noch nicht zu Ende durchsucht. Also schauen wir mal, ob ein Teil jetzt auf der anderen Seite... Moment, erstmal können wir die Schleuder nehmen und da oben noch die restlichen Büchsen runterschießen. Die anderen beiden Büchsen sind auch nicht wieder aufgetaucht. Mal gucken, vielleicht ist das wichtig. Flump. 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 Der Dingelkopf immer, unglaublich. Nee, nichts. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da hinten nochmal rein. Können wir sogar ohne Kakashi. Und... Oh, 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 ja, ja, da. Jetzt haben wir den wertvollen Käfer nicht gerecht. Ups, ich wurde entdeckt. Verdammt. Ach, nun, ich gehe wieder zurück, okay. Das war nicht so schwierig. Jo, und damit haben wir Gas wieder zurückgeholt. Und 7 Teile in der Sammlung. Es fühlt sich so langsam aber sicher. Okay. Dann ist hier noch irgendwas? Ja, da sind auch neue Büchsen, die nicht unbedingt wichtig sein müssen, aber wir schauen mal. Flump. Okay. Flump. Nummer 2. Vielleicht müssen wir alle runterschießen, damit noch irgendwas Wichtiges passiert. Also hauen wir alle weg, lieber Tinge. Nope. Okay, hat der Vogel vielleicht neue Informationen? Upsala. Ja, gut, wir können noch später noch mit dem Vogel reden. Ja, dann hier vorne haben wir noch nicht wieder erkundet, ne? Dann hätten wir hier eine gelbe Flagge. Die flattert immer noch in der Distanz. Oh. Au! Aha, was ist los? Deine Arme zu kurz? Frechheit. Ja, mit Schleuderkampf haben wir momentan schon Erfahrung, also BAMS! Aha. Autsch! Feuern wir ihm ins Gesicht. Wo ist er? Da ist er. BAM! Autsch! Ich schätze mal, das hat einen Effekt, weil da taucht so eine komische Ratte auf, die uns, glaube ich, ablenken soll. Ja, ist aber schnell, der Kerl. Da! Haha! Autsch! Erwischt. Ah, was ist los mit dir? Trägst Schusswaffen mit dir rum. Na, nun, ich bin sowieso müde. Ciao! Okay, ich schätze, wir haben ihn damit rekrutiert. Yep, wir haben ihn zurück. Okay, wir haben Sam! Die faule Socke, die sich im Dach versteckt. Ja, ist hier noch Ach, hier ist er drin! Das ist der Ort, an den er sich erinnert. Hat sich hinter dem Foto versteckt. Mist! Schon wieder gefunden? Du bist sehr... dediziert. Ich habe verloren. Ich werde zurück an die Arbeit gehen. Ich werde gehorchen. Ja, das ist das gehorchendste Teil von allen. Nun, wenn du mich entschuldigen würdest... Ich eine kurze Reise, das doch war. Ciao. Naja, so richtig kurz war sie nicht, ne? Ich habe so das Gefühl, du warst eines der nervigeren Teile. Murray! Natürlich, das nervige Teil, das überall auftaucht, heißt Murray. Das erinnert mich jetzt überhaupt nicht an ein gewisses anderes Adventure. Ja, wo sind die anderen beiden Teile denn hingelaufen? Die haben wir jetzt noch nirgendwo gesehen. Da sind sie, okay. In einem Bildschirm, wo wir noch nicht waren, wieder.
Würdest du es ihm erklären, Go? Hör zu. Er und ich werden von hier aus ein Wettrennen machen. Zugführer, du wirst das Startsignal geben. Was mit Nein? Wie wär's mit ihr? Geht einfach in den Zug zurück. Dann wirst du beurteilen, wer von uns an der Ziellinie gewonnen hat. Du startest das Rennen, indem du die Signallampe da drüben berührst. Dann, um zu sagen, wer der Gewinner ist, berührst du den Bumper vor der Station. Verstanden? Ja, ist jetzt nicht so schwierig. Ich bin bereit. Was ist mit dir, Letz? Kein Problem. Okay, dann habe ich so das Gefühl, werden wir jetzt ein Wettrennen zwischen zwei Zugteilen erleben. Das könnte spannend werden. Okay, dann bis zum nächsten Mal zu einem spannenden Wettrennen zwischen diesen beiden Giganten. Bis dahin. See ya.